Trainer beben zum Jahreswechsel 93-94. Beim FC Bayern soll Kaiser Franz die Saison retten. Mit seinem Debüt als Liga-Coach. Große Worte beim Massenauflauf. Für mich zählt nur die Meisterschaft. Alles andere wäre eine Enttäuschung, das ist ganz klar. Auch Stuttgart präsentiert einen neuen Trainer. VfB-Manager Dieter Hoeneß bevorzugt aber die kleine Lösung. Mit Jürgen Röber kommt ein Kandidat aus der zweiten Liga, der Vorgänger Christoph Daum ersetzt. Erwartet wird kein Titel, sondern eher Grundsätzliches. Hoffentlich hat er eine knallharte Hand, dass die alte Sick sich einmal wieder bewegen. Ja, wir wollten eigentlich einen jungen, unverbrauchten Trainer haben. Die beiden sind das Thema in der Winterpause, auch weil sie der Rückrundenauftakt zusammenführen wird. Einen Schnupperkurs gibt's bei einem Hallenturnier. Mit dem Kaiser schon mal auf Tuchfühlung. Da kommt nur einer von beiden ins Schwitzen. Steht nichts im Wege, dass er auch mit dem VfB Stuttgart Erfolg haben wird. Ich wünsche es ihm mit Ausnahme des ersten Spiels in der Rückrunde, denn das ist nämlich in München. Also da wird man ganz gerne den Punkt in München behalten. Die Trainerfrage ist auch Thema zwischen den Hoeneß-Brüdern. Dieter erfährt vom Uli, dass das mit dem Kaiser auch nicht so leicht war. Ich glaube, er hat es nicht vor. Also sie mussten ihn schon überreden, das zu übernehmen. Beim Spiel sind dann natürlich alle Augen auf Franz gerichtet. Für Jürgen interessiert sich kaum jemand. Aber gezittert wird beim VfB nur noch auf der Tribüne bei minus 15 Grad. So kalt habe ich das Stadion noch nie erlebt. Ich bin wirklich beinahe erfroren, obwohl ich gut angezogen war. Doch mit dem Spiel wird ihm warm ums Herz. 24 Jahre hat der VfB in München nicht mehr gewonnen. Jetzt schlägt der Kleine den Großen mit 3:1. Das Duell der Trainerneulinge wird klar entschieden. Wir haben das Spiel verloren und völlig zu Recht und völlig verdient. Für den Beginn war das, glaube ich, ganz gut. Musste dann auch Uli Hoeneß einsehen, dass Bruder Dieter mit Röber richtig lag. Ja, als Trainer kannte er ihn damals noch nicht so gut, aber nach dem Spiel kannte er ihn.